Deutschland. Ein Traum aus Wohlstand und Sicherheit. Die Große Koalition feiert sich und ihre Erfolge. Jobwunder, die Steuern sprudeln, die Wirtschaft boomt. Uns könnte es kaum besser gehen. Seit Jahren erzählen sie uns dieses Märchen. Doch die Realität sieht für viele anders aus. Millionen Menschen hangeln sich von Job zu Job. Gerade Frauen und junge Menschen schuften befristet oder in Leiharbeit. Eine Lebensplanung ist so nicht möglich. Noch härter ist es für Menschen, die keinen Job haben, die auf Hartz IV angewiesen sind und nun dafür bestraft werden. Und jene mit festem Einkommen? Viele leiden an Stress und Überarbeitung. Andere können von ihrer Arbeit kaum leben. Und das alles, während Wohnungs- und Energiekosten steigen. So ist das Märchen der Regierung für viele eher ein Albtraum. Doch in einem der reichsten Länder der Welt sollten einige Dinge selbstverständlich sein. Niemand sollte in Überstunden und unbezahlter Arbeit versinken. Wir wollen Arbeit umverteilen und mehr Zeit für Familie und Freizeit. Niemand sollte Angst haben, seine Miete nicht zahlen zu können oder ohne Strom zu leben. Wir wollen Verdrängung stoppen und bezahlbaren Wohnraum, auch in Großstädten. Gute Pflege im Alter sollte normal sein, genauso wie eine gute Ausbildung in der Jugend. Und natürlich braucht es eine Mindestsicherung für alle Menschen, denn ein würdevolles Leben ist für uns nicht verhandelbar. Geld ist in diesem Land kein Problem. Allein der politische Wille fehlt, etwas zu ändern. Wir wehren uns jetzt und fordern Selbstverständlichkeiten ein. Lasst uns aktiv werden und lasst uns ein für alle Mal klarstellen. Das muss drin sein. Befristung und Leiharbeit stoppen. Mindestsicherung ohne Sanktionen statt Hartz IV. Arbeit umverteilen statt Dauerstress und Existenzangst. Wohnen und Energie bezahlbar machen. Mehr Personal für Bildung, Pflege und Gesundheit. Mach mit! Mehr Infos unter www.dasmussdrinsein.de.